Tag, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute machen wir etwas, ja, also den einen Teil machen wir, den anderen müsst ihr euch dazu denken, nämlich den Reis. Wie man Reis macht, muss ich nicht zeigen. Hab auch ein super Rezept zu mediterranen Djuvic-Reis, müsst ihr mal raussuchen, kann ich auch noch unten verlinken. Aber wir machen heute dazu ein Dr. Pepper Chicken. Ja, Dr. Pepper, eben wie die Cola, es geht auch jede andere Cola, aber Dr. Pepper hat eben diesen, ja, ist das Cherry? Dr. Pepper Geschmack halt und passt zu Hähnchen wie Faust aufs Auge. Und wie man Dr. Pepper Chicken macht, und zwar so einfach, so schnell, das zeige ich euch, wie immer, da hinten, da unten bei mir in der Küche. Für unser Dr. Pepper Chicken brauchen wir Chicken. Hier habe ich 4 Hähnchenbrüste. Das ist jetzt roundabout 1 Kilo. Also eine richtige, ja, Familienportion oder für jemanden, der richtig Hunger hat. Wir brauchen natürlich Dr. Pepper. Wir brauchen Ketchup. Wir brauchen Salz, Pfeffer, Paprika, um die Hühner so ein bisschen einzureiben. Es geht aber auch super dafür Frittenfieber. Das werde ich gleich nehmen. Und wir brauchen ein bisschen braunen Zucker. Und was wir auch brauchen, aber da ist egal was, ein Becher. Damit wir ein Maß haben. Ja, und das legen wir auch schon los. Weiter geht's in der Zubereitung. Und wie gesagt, wir sorgen jetzt erstmal ein bisschen dafür, dass unsere Hühner so ein bisschen Farbe kriegen und Geschmack. Und das auf beiden Seiten. Deswegen einmal umdrehen. Und genauso einmal schön würzen. So, da. Zur Seite. Jetzt kommt eine Kumme und in diese Kumme kommt erst einmal Dr. Pepper. Dafür einmal hier Pups. Ihr könnt übrigens jede andere Cola auch nehmen. Und jetzt kommt unser Becher. Damit wir so ein Maß haben, nehmen wir halt einen Becher voll Dr. Pepper. Den Rest trinken wir. Und jetzt eben 2 Becher von unserem Ketchup. Ich werde aber auch Barbecue-Soße nehmen. Was für ein schönes Geräusch. Ich mache das hier mal eben fertig. Weil das müsst ihr euch ja nicht anhören. Rein damit. Wunderbar. Jetzt die Kumme nehmen und einmal rühre Mann und Söhne hier. Es riecht echt verrückt, ne? Dieser Dr. Pepper, ja, Cherry-Geruch mit dem Ketchup. Bekloppt, wird aber mega. Die Kumme tauscht ihren Platz wieder mit den Hähnchen. Und jetzt sehen wir zu, dass wir unsere leckere Soße hier so einmal reinkriegen. Vielleicht ab und zu mal so ein Hähnchen anlupfen, ein bisschen was eingießen. Und den Rest so ein bisschen über die Hähnchen. Perfekt! Im Hintergrund ist der Backofen schon angesprungen. Und jetzt machen wir so ein bisschen braunen Zucker hier oben drüber. Das sorgt für so ein bisschen Crisp. Und natürlich für eine gewisse Süße. Und jetzt geht's ab in den Ofen. Und jetzt bei etwa 180 Grad Umluft, rein damit. Und nach roundabout 45 Minuten, raus damit. Ah, perfekt. Da kommt es angeflogen. Mein Dr. Pepper Chicken. Perfekt. Das isst man natürlich jetzt nicht so, sondern mit einem schönen Teller Reis. Nein, andersrum. Mit einem schönen Teller, ein bisschen Reis und natürlich ordentlich Chicken. Mach ich mal eben. Achtung. Und dazu jetzt noch so ein ganz bisschen von unserer Soße drauf. Von unserer Dr. Pepper Ketchup Soße. Na, ich glaube,
Das kann man so essen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Aber einmal einschneiden. Ach, guck an. Das fällt schon so auseinander. Perfekt. So. Und saftig und heiß ist es auch. Mahlzeit. So, einmal mit fatten Kräften hier. Weil es noch heiß ist. Mein Dr. Pepper Chicken. Eins fehlt da schon. Weil das ist ja auf dem Teller gelandet. Und das kann ich euch auch noch zeigen. Da ist es mit dem Reis zusammen, aber Hauptdarsteller ist natürlich so rum. Und das Hähnchen. Schön in seiner Dr. Pepper Ketchup-Soße. Und Mahlzeit. Einfacher kann man Leute nicht glücklich machen. Wie gesagt, dazu Reis oder Nudeln, perfekt. Müsst ihr nachmachen. Und der Reis ist aber, glaube ich, auch ganz gut. Tschö! Geil. Der letzte Rest hier. Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.